Unsere Jungs trainieren zwar wieder, an sie ranzukommen, bleibt aber aus guten Gründen schwierig. Ich schaffe es aber trotzdem. Also, erstmal ein Käffchen. Thomas, schön dich zu sehen. Hör mal. Aber bevor wir anfangen, ich habe hier deinen Kaffee. Bitteschön. So. Zum Wohl. Skål, Hugo. Skål. Thomas, ihr habt auf dem Trainingsgelände ja einen Bereich, da kommt eigentlich keiner rein. Also ich darf da ab und zu rein, aber außer Trainer, Spieler darf da keiner rein. Und da gibt es eine Kaffeemaschine. Wer ist da am meisten dran? Wer sind die größten Kaffeetrinker? Ja, das ist schwer zu sagen. Im Moment komme ich früh im Trainingsgelände, ungefähr gleiche Zeit wie Pichu. So, wir stehen immer zusammen bei dem Kaffeemaschinen. Okay. Und so, ja, wir trinken beide viel Kaffee. Viel, würde ich sagen. Okay. Ja. Wer würdest du sagen oder würdest du von dir behaupten, dass du ein fröhlicher Mensch bist? Also, dass du gut gelaunt eigentlich bist immer? Ja, klar. Ich probiere immer Spaß zu haben, yeah, im Zuhause, Trainingsgelände oder auch im Spiel, wann das möglich ist. So, ja, das würde ich sagen. Und wie ist es in der jetzigen Zeit? Wie kann man bei diesen ganzen Umständen, die gerade, bei diesen ganzen Nachrichten, die wir haben, wie kann man da positiv bleiben? Wie kann man fröhlich bleiben dabei? Es ist natürlich für viele Menschen eine besondere Zeit, und auch für uns Fußballspieler. Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn alles so gesund ist und da sein, dann fängt das schnell an am Platz. Wir sind natürlich nicht die ganze Mannschaft zusammen im Moment, aber ich bin in der Gruppe mit Rafa, so es ist immer Spaß. Ja, er ist Rafa, so ein Witze, so ein lustiger Typ, macht er immer nur Späße? Genau. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Was war bisher dein schönster Moment in Dortmund? Wenn du an deine Zeit jetzt in Dortmund denkst, was war ohne Fußball, also kein Spiel, kein Erfolg, sondern privat vielleicht oder was du hier erlebt hast? Ich finde die Jahreszeit schön hier. Ich komme von Nord, ja, und es ist immer warm oder kalt. Bisschen wärmer hier. Kalter. Aber hier ist es immer ein bisschen wärmer. Früh fängt an früher und okay, Sommer dauert länger und ich das mag ich. Natürlich kann es auch brutal sein im Sommer. Mhm. So plus 30 ist nicht angenehm, aber so die Jahreszeit dauert länger und zum Beispiel, wir können hier zu Hause auf der Terrasse sitzen, viel, viel länger und viel öfter als in Dänemark. Das finde ich geil. Gehst du dann auch mit deinem, du hast einen Hund, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Gehst du dann schön mit deinem Hund auch spazieren und schön raus und genießt dieses Wetter dann? Ja, klar, wir haben, ja, und es gibt viele Wald im, ja? Was? Ein Wald, mehr Wälder, Wälder. Wälder, okay. Ein es Wald, gibt viele Wälder hier, ja, in Dortmund, so. Wir haben fast alles probiert. Ah, okay. Sehr ich habe auch früher zum dir geschrieben, ne? Wo können wir richtig gehen? Richtig, ja, du brauchst einen Tipp, wo man den Hund unterbringt. Ja, sehr gut. Stimmt, habe ich nicht vergessen. Nimm noch mal einen Schluck Kaffee, weil jetzt musst du richtig wach sein und ich möchte, dass du ein paar Sätze zu Ende bringst. Ich fange an und du bringst das zu Ende, okay? Ja. Mein bisher schönster Urlaub war in Italien. In Italien? Okay. Ja. Wo wart ihr da? Weißt du das? Ja, natürlich weißt du das, du warst aber ja da. Das ist einfach für mich zu sagen, weil wir gehen oft zum Italien. Ah, okay. Das ist alles schön. Ich mag so Sommer in Italien. Okay, ja, schön. In meinem Leben will ich unbedingt einmal Deutsche Meister sein. Ah, sehr gut. Hey, ist alles möglich. Clever, ja, sehr clever, sehr clever, sehr clever. Meine Lieblingssüßigkeit ist? Schokolade. Schokolade. Es gibt doch... Dunkel. Dunkle Schokolade. Okay. Ja. Es gibt doch in Dänemark aber dieses Lakritz, oder? Ist das dänisches Lakritz? Magst du das nicht? Ja. Ist das nichts, was du kennst? Doch, aber das Problem ist, wenn du isst zu viel, dann bekommst du Magenschmerzen. Ja, okay. Deutscher Meister auf Dänisch heißt? Danskmeister. Danskmeister? Nein, das ist doch dänischer Meister. Dansk ist deutsch? Danskmeister.
Das, ein deutscher Meister, hör mal, dänischer Meister kannst du nach deiner Karriere werden. Ja, ja. Deutscher Meister. Tysk. Tysk. Tysk ist deutsch. Aha. Und Mester ist Meister. Tyskmester. Tyskmester. Könnt ihr euch alle merken da draußen. Vielleicht wird es ja was. Wenn ihr das in Dänemark schaut. Tyskmester, da sitzt einer, der es bald hoffentlich wird. Zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Wo wird Thomas Delaney nach der Karriere leben? Du hast gerade gesagt, du findest die Jahreszeiten hier in Deutschland so schön. Ist das auch etwas, was du dir vorstellen kannst, in Deutschland, in Dortmund vielleicht sogar zu bleiben? Oder heißt es, nein, ich muss wieder zurück, ich brauche Küste, ich brauche noch mehr Wind, ich brauche diese, wie heißt das? Du hast mir das beigebracht, da gibst du ein Wort. Ah, ich komme nicht drauf. Das Lebensgefühl, was ihr habt. Hügel. Du brauchst dieses Hügel-Lifestyle. Willst du wieder zurück nach Dänemark oder bleibst du vielleicht auch hier? Nein, ich muss zurück zum Dänemark. Familie, Freunde. Okay. Und es ist klein, das ist auch schön eigentlich. Manchmal finde ich Deutschland so, so groß. Okay. Zu groß auch. Aber natürlich, ich habe, ja, alles ist in Dänemark. Aber trotzdem finde ich auch Deutschland sehr angenehm und fast wie Dänemark eigentlich. Sehr schön. Kann dir keiner übel nehmen, weil du wirkst einfach total bodenständig und sympathisch. Ich weiß, dass du das auch bist. Ich wünsche dir, dass du irgendwann und hoffentlich sehr bald Tyskmeister bist. Hä? Dass du immer ein Hügge-Gefühl hast und bis zum nächsten Dankeschön. Mal, Thomas. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live. Danke, Ovo. Sehr gerne. Ja, das freut mich. Bis dann, bleib Tschüss. Gesund. Ciao, ciao.